Moin moin und herzlich willkommen zum dritten Teil des Path of Exile Trading Guides. In diesem Teil befassen wir uns mit dem Thema Currency Flipping. Und zwar, was wir dafür brauchen, sind Premium Tabs. Man kann das ohne machen, aber ja. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die Currency Flipping machen wollen, auch Premium Tabs haben. Die andere Methode ist ein bisschen nerviger. Und zwar, was wir machen ist, wir nehmen uns einen Chaos Orb und gehen irgendwo in einen Tab rein und nennen das irgendwie individually priced. Machen eine tolle Farbe daran. Zack. Legen den Chaos Orb rein. Und jetzt setzen wir die Rate, für die wir die andere Currency kaufen wollen mit Chaos. Und zwar die Syntax dafür ist diese Tilde B slash O, Leertaste, dann wie viel Currency man kaufen will. Sagen wir 30 für 1, also 30 von einer anderen Currency für einen Chaos und dann Chromatic für Chromatic Orbs. Jetzt wird auf PoE Trade, auf Currency PoE Trade eine Order gelistet. Wir können mal kurz die Zone wechseln, einmal hin und zurück, um das zu resetten, damit unser Item hoffentlich gelistet wird. Also wenn jetzt jemand auf Currency PoE Trade sucht und er will Chaos haben und er hat Chromatics. Wird nicht gelistet. Kann vielleicht ein Weilchen dauern. Aber normalerweise wird das dann hier gelistet. Und dann steht hier für 30 Chromatic Orbs kannst du einen Chaos kaufen bei dem und dem Typen jetzt anschreiben. So, und was wir hier machen, wir können in unserem Hauptcurrency Tab können wir dann einfach auf Chromatic Orbs gehen und da unsere Verkaufrate festlegen. Wir verkaufen für ein Chaos Orb 5 Chromatics. Das sind natürlich jetzt nur Beispielraten, ne? Sollte klar sein. Aber das ist die Syntax, die man da anwenden muss. Welche Raten man setzen soll, okay, können wir mal gucken. Wird irgendeine andere Currency. Gerade gekauft für Chaos, wahrscheinlich. Okay, gucken wir in der Softcore League für Beta. Ja, hier sehen wir das. Hardcore Economy ist so gut wie tot. Aber in der Softcore-Version können wir sehen, die Leute suchen Chaos. Die haben Chromatics. Und wir würden dann quasi hier so gelistet werden, so wie wir das hier gemacht haben. Buyout 30 Chromatics für ein Chaos. Und ja, dann werden wir gelistet. Dann sieht das so aus. Hier würde dann eine 30 stehen. Und dann könnten die Leute uns anschreiben und uns ihre Chromatics verkaufen. Und dann, für wie viel können wir die verkaufen? Dann müssen wir die Suche einmal umdrehen. Und wenn wir die Chromatics wieder verkaufen wollen, können wir die in Softcore zumindest 14 zu 1 verkaufen. Also hat man im schlechtesten Fall einen Spread von 8 Chromatics pro Trade, den man macht. Also geteilt durch zwei, weil man einmal traden muss und einmal wegtraden muss, hat man zwei Trades, 8 Chromatics, also 4 pro Trade. Wobei man, ja,
Also man, das ist Currency Flipping. Man macht quasi Gewinn aus diesem Spread. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, seine Buy Orders, seine sogenannten Buy Orders zu setzen. Das ist hier zu sehen, Manage Your Shop. Dann können wir Beta Hardcore anklicken. Das erste, was ihr machen müsst, hier wo bei mir Lockout steht, müsst ihr euch erstmal registrieren. Die Registrierung sieht so aus, dass ihr weitergeleitet werdet mit dem Link zur Path of Exile Seite und dann dem Forum Bot einfach irgendeine Nachricht schicken müsst und dann kriegt ihr eine ID oder was und die müsst ihr dann da eintragen. Das ist aber alles erklärt bei dem Register Button. Und dann könnt ihr einfach die League anklicken, wenn ihr das gemacht habt. Und dann könnt ihr hier Chaos Orbs verkaufen wir. Und wir wollen dafür 30 Chromatics. Und wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr einfach auf Speichern. Und dann ist es quasi genau dasselbe wie das hier. Was damit nicht funktioniert und weswegen ich diese Methode bevorzuge, ist, solange euer Currency Tab public ist, können die Leute sehen, wie viel Chaos ihr habt. Das heißt, die Leute kaufen nicht mehr Chaos, als ihr eigentlich habt und müsst die Leute nicht abweisen. Bei dieser Methode ist es nicht garantiert, dass die Seite weiß, wie viel Chaos ihr habt. Das heißt, ihr könnt Offers kriegen, obwohl ihr gar keine Currency mehr habt. Deswegen benutze ich diese Variante eigentlich nicht mehr, sondern ich lege mir für jede Currency, die ich kaufen will, einen Chaos Orb hier rein und das sind dann im Endeffekt zwei, drei Zeilen oder was. Kann man auch machen mit Sextants und mit Aziri-Fragmenten, Essenzen. Noch was Interessantes hier auf der Currency PoE Trade Seite gibt es eine Seite mit einer Liste von allen Currency Tags, also was ihr hier reinschreiben müsst. Also wo ich jetzt hier Chromatic geschrieben habe, ihr sucht euch einfach die die Currency raus und dann guckt ihr euch die Supported Tags an. Also hier steht ja anscheinend jetzt nur Chrom. Ich habe in den letzten Leaks immer Chromatic benutzt, das hat immer funktioniert. Ja. Aber hier könnt ihr dann im Zweifelsfall nachgucken. Gerade bei Sachen wie Sextants. Wenn ihr hier guckt, Apprentice Sextant mit einem Bindestrich dazwischen, da kommt man vielleicht nicht direkt drauf. Oder die Splinter oder Breachstones kann man handeln. Die Essences, wie die gelistet werden sollen. Dann gibt es noch Divination Cards, die man kaufen kann. Ja. In der Liste ist im Grunde alles zu finden, was man wissen muss. Ja, und wenn ihr dann die Trades kriegt, müsst ihr gucken, dass die Leute euch nicht über den Tisch ziehen, weil die können natürlich. Lass mich das gerade noch im zeigen. Wenn wir jetzt wieder ein Softcore suchen. Aber wir können eben gucken, ob wir jetzt in Hardcore endlich mal aktualisiert wurden. Ja, wir sind drin. Tatsächlich. Hat ein Weilchen gedauert, aber wir sind endlich drin. Wenn die Leute jetzt kaufen, dann kriegen die hier diese Textnachricht. Angenommen, ich wäre jetzt ein Käufer und will von mir kaufen, ne? Und die können natürlich hier einfach eine andere Zahl eintippen. Und wenn man da nicht drauf achtet, hat man dann Stein auf einmal statt einer 1 zu 30 Rate eine 1 zu 20 Rate. Dann wurde man gescammt. Also da immer drauf achten. Was ich dafür benutze, um dem ein bisschen vorzubeugen, damit ich nicht jedes Mal meinen Calculator rausholen muss und gut, in diesem Fall 100 durch 20 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das mit dem Calculator zu machen, aber wenn man 967 geteilt durch, was weiß ich, 30 hat oder was,
Da muss man schon mal erstmal überlegen. Oder noch eine kompliziertere. 30 ist schon wieder ein bisschen zu einfach. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt das, es gibt ein Add-on, das nennt sich Mercury Trade. Ich werde noch ein Follow-up-Video machen, wie man Mercury Trade einrichtet und benutzt. Aber wenn ihr jetzt schon gucken wollt, das müsstet ihr auch auf GitHub finden. Ja. Mercury Trade. Ich packe den Link noch in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch den da einfach rauskopieren. Und dann ist im Grunde super simpel zu installieren. Dauert nicht lange. Und was das Add-on macht, ist jedes Mal, wenn man einen Trade Whisper kriegt, zeigt Mercury Trade das an mit den Chaos Orb, die der Typ kaufen will, oder dem Item und was man dafür kriegt. Und in Klammern steht dann die Rate. Das heißt, man muss sich im Grunde nur noch die Rate merken. Und wenn das passt, dann ja, oder halbwegs passt. Und das Add-on erlaubt einen auch mit Mausklick die Leute einzuladen und wieder aus der Gruppe zu schmeißen, einen Trade zu initiieren und was nicht alles. Und was das Add-on auch erlaubt ist, wenn man hier so ein, man kann sich vorstellen, in einem Quad-Tab, wenn man da alle so kleine Items drin liegen hat, man jetzt nicht hier suchen will nach Wahl-Gems oder so, hier oben kann man sich einen Button legen und wenn man da draufklickt, wird das Feld gehighlightet, wo das Item liegt, was jemand kaufen will. Ist auch ganz praktisch. Ist jetzt nicht wichtig für Currency, aber nur so eine kleine Randnotiz für Mercury Trade. Aber da mache ich noch ein volles Video zu. Ja, das war's schon zu Currency Flipping. Vielen Dank fürs Zuschauen.